Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte im Kontext der Fotografievorlesung an der Hochschule Furtwangen die Möglichkeit, eine Fotografievorlesung auszuarbeiten und vorzubereiten. Und jetzt möchte ich meinen YouTube-Kanal nutzen, um den Technikteil der Vorlesung bzw. einfach so die Einführung der Vorlesung hier als kleinen Fotokurs hochzuladen und nochmal neu aufzunehmen für euch. Und ja, der Fotokurs wird verschiedene Inhalte haben. Zum Teil wird es eher so Gestaltungsmäßiges sein, zum Teil wird es Technisches sein und wie die Kamera funktioniert und so weiter. Ich möchte einfach so einen einfachen Einsteigerkurs haben, damit jeder weiß, wenn ich genau das erreichen möchte, muss ich genau das machen. Um diesen Fotokurs zu beginnen, möchte ich damit anfangen, was ist denn die Fotografie? Also Fotografie ist natürlich für jeden was anderes. Das kann für den einen sein, das einzige Bild, was ich jemals von meinem Urgroßopa gesehen habe, und für den anderen ist vielleicht ein ganz spezieller Moment, der so eingefroren wurde, dass ich ihn nie wieder vergessen kann. Aber im Kontext von diesem kleinen Fotokurs, den wir hier machten, möchte ich die Fotografie gerne als Dreieck bezeichnen. Wir haben die Geschichte, die Gestaltung und die Qualität. Alle drei Punkte sind sehr wichtig und alle drei Punkte müssen wir planen, gerade dann, wenn wir ein geplantes Fotoshooting durchführen wollen. Fangen wir mal ganz kurz mit der Geschichte an. Die Geschichte ist natürlich das Wichtigste irgendwie, aber irgendwie auch das Schwierigste, weil die Geschichte muss man im Vorhinein planen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit bin und ich mache da Fotos, wie soll ich denn die Geschichte planen? Da muss ich einfach draufhalten und gucken, dass ich den perfekten Moment abfange. Aber in dem Moment, wo ich mir ein Foto überlege, wo ich ein Foto plane, wo ich eine Geschichte mir überlege, kann ich natürlich mir die Zeit nehmen und ein Konzept machen und mir genau überlegen, okay, das möchte ich auf meinem Foto zeigen, die Aussage möchte ich haben und genau das möchte ich vermitteln. Und darum geht es beim Punkt Geschichte. Das heißt, bevor man überhaupt ein Foto macht, bevor man überhaupt die Kamera in die Hand nimmt, bevor man überhaupt irgendwas macht, wäre der erste Schritt, sich zu überlegen, was möchte ich mit meinem Foto vermitteln, was soll da genau drauf sein, und im Optimalfall weiß ich schon, bevor ich rausgehe und das Foto mache, wie sieht mein perfektes Foto nachher aus, wie ist das Licht, wie ist das Bild aufgeteilt und so weiter und so fort. Die Gestaltung sind die Gestaltungsrichtlinien, die wir in diesem Video behandeln, und die Qualität ist das Werkzeug und die Kamera und das Licht und die Objektive, wie setze ich das, was ich mir dann überlegt habe, mit Geschichte und Gestaltung dann auch tatsächlich technisch um. Heute möchte ich diesen kleinen Kamerakurs damit anfangen, Gestaltungsrichtlinien anzugucken. Das heißt, was könnt ihr denn jetzt schon, bevor ihr überhaupt ein Foto gemacht habt, könnt ihr euch ein Konzept überlegen. Könnt ihr überlegen, okay, wie soll das aussehen, was möchte ich auf meinem Bild zeigen und warum. Und um diese Botschaft, die ich mir dann überlegt habe, zu unterstützen, kann ich Gestaltungsrichtlinien nutzen. Denn Gestaltungsrichtlinien können unser Bild ruhiger machen, dynamischer machen, lauter machen, leiser machen und so weiter. Die können jede Botschaft noch mittragen. Und deshalb sind es die zwei einfachsten Punkte und beides auch die zwei schwierigsten Punkte, weil man sie ja mitplanen muss und mitgestalten muss. Also ich habe eine gute Story und untermale die mit den Gestaltungsrichtlinien. Die wichtigsten Gestaltungsrichtlinien möchte ich euch heute vorstellen. Und lehnt euch zurück, es dauert eine Weile, es sind auch ganz schön viele, ich weiß. Aber im Zweifelsfall, wenn ihr mal eine braucht, wisst ihr, wo ihr sie angucken könnt. Also schauen wir uns die Gestaltungsrichtlinien an und fangen mit der Dreierregel an. Die Dreierregel teilt unser Bild in 9 gleich große Rechtecke. Das geht sowohl im Hochformat als auch im Querformat. Ganz oft könnt ihr bei eurer Kamera sogar die Dreierregel schon einblenden. Die Platzierung der wichtigsten Elemente ist entlang einer oder mehrerer Linien. Wir erreichen dadurch eine ausgewogene Komposition. Das Hauptmotiv der Szene sollte dabei nicht in der Mitte liegen, dann haben wir eine dynamischere Szene. Wenn wir uns hier dieses Foto anschauen, dann sehen wir, okay, wir haben hier die Bergspitzen und die Wolken auf den Linien. Hier haben wir auch nochmal ein Hochformat. Da sehen wir auch wieder, wir haben hier die Grenze. Wir haben hier die Grenze von der Graslinie, also von dem Feld unten, dann die Köpfe oben und eine Person steht auf einer Linie. Ja, dann kommen wir zum goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt ist super bekannt, den kennt ihr bestimmt auch alle schon, den gibt es auch in ganz vielen Kunstwerken, klassischen. Das ist eine besonders angenehme Bildaufteilung und ungefähr haben wir 1/3 zu 2/3. Auch den kann man oft in der Kamera einblenden und wir haben dadurch einen sehr harmonischen Bildaufbau. Für uns Menschen, sagt man, fühlt sich das sehr angenehm an. Und hier haben wir zum Beispiel ein Foto, das im goldenen Schnitt aufgenommen wurde. Also 1/3 zu 2/3. Man kann das natürlich auch mit Personen machen, wenn man diese Aufteilung hat, dass man einfach ein Element auf diese Drittellinie legt. Und dann gibt es eine Sonderform, das ist die Fibonacci-Spirale. Man nennt das auch die goldene Spirale, entsteht aus dem goldenen Schnitt.
und ich versuche praktisch die Bildelemente so anzuordnen, dass sie entlang der Spirale sind. Das Ziel der Spirale ist das besondere Element im Bild und die Spirale kann auch gedreht werden. Ich habe hier ein Beispiel mit einem Schaf, was direkt am Ende steht. Man könnte natürlich in diesem Foto auch gucken, dass man mehr Elemente entlang der Spirale hat. Dann gibt es das goldene Dreieck, das ist nicht so bekannt. Das goldene Dreieck teilt das Bild mit einer diagonalen Linie, wie ihr hier sehen könnt. Und von der diagonalen Linie aus gehen im rechten Winkel nochmal zwei Linien zu den anderen Eckpunkten. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, wirkt dieses Bild natürlich wesentlich dynamischer als ein Bild im goldenen Schnitt. Und wenn ihr eine dynamische Komposition bzw. eine dynamische Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr in dem Fall eher das goldene Dreieck benutzt, anstatt zum Beispiel den goldenen Schnitt. So, dann haben wir das Thema Symmetrie. Also ganz oft bietet sich das an, bei symmetrischen Bildinhalten auch einen symmetrischen Bildaufbau zu wählen. Funktioniert natürlich besonders gut, wenn ihr quadratische Bilder oder quadratische Rahmen habt und wirkt ruhig und stabil. Also das heißt, euer Bild hat nicht besonders viel Dynamik in dem Fall, aber dafür wirkt es ruhiger und sehr viel stabiler. Das sehen wir hier gut. Hier sind wir im Wald, ist natürlich nicht perfekt symmetrisch, aber wir sehen, es hat einen symmetrischen Bildaufbau. Die Person befindet sich in der Mitte. Hier haben wir noch eins, ist noch symmetrischer durch die beiden Bäume. Die Person befindet sich auch hier in der Mitte. Und natürlich, ein symmetrischer Bildaufbau bietet sich natürlich immer dann an, wenn ich irgendwo eine Spiegelung habe. Da haben wir hier natürlich die Personen in der Mitte, zudem dann noch die Spiegelung vom Wasser. So, wenn wir unserem Bild mehr Tiefe geben wollen, haben wir die Möglichkeit, einen Vordergrund oder einen Hintergrund zu setzen. Unsere Fotografien sind immer zweidimensionale Aufnahmen, aber wenn das dreidimensionaler wirken soll, können wir durch den Vordergrund und den Hintergrund Tiefe entstehen lassen. Wenn wir allerdings zu viel Unschärfe im Vordergrund bzw. im Hintergrund haben, wirkt es nicht mehr so stark. Also wenn wir uns das erste Bild mal anschauen, sehen wir, okay, wir haben die Kerzen im Vordergrund und diesen Baumstamm im Hintergrund und können somit die Person einordnen, dass sie in der Mitte ist. Im zweiten Bild haben wir schon mehr Unschärfe, wie ihr seht, können die Person aber auch gut einordnen. Der Mann ist im Hintergrund, der Strauß ist im Vordergrund und die Frau ist in der Mitte. Wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen abstrakter machen und zum Beispiel mit Lichtern im Vordergrund arbeiten oder bunten Lichtern im Hintergrund, wie ihr hier seht. Auch so kann man Tiefe entstehen lassen. Genau wie wir gerade eben gesehen haben, dass man durch Vorder- und Hintergründe mehr Tiefe im Bild erreichen kann, kann man das auch durch Rahmen machen. Die Rahmen können den Blick des Benutzers lenken und ihm sagen, okay, was ist das Wichtigste in meinem Bild. Manchmal können wir es unserem Benutzer auch oder unserem Betrachter auch einfach machen, damit er genau sieht, wo schaue ich am besten hin. Dabei muss der Rahmen nie das ganze Bild umgeben, es bleibt euch frei, wie ihr das machen wollt. Im ersten Bild könnt ihr sehen, der Rahmen, das sind Menschen. Die geben uns eine Tiefe und die setzen auch die ganze Szene in den Kontext. Im zweiten Bild haben wir einen abstrakteren Rahmen. Aber auch da setzen wir den Fokus auf das Gesicht der Dame und haben durch die Blumen einen abstrakten Rahmen, wo einfach das dem Auge des Betrachters leichter machen, den wichtigen Punkt im Bild zu finden. Und dann haben wir nochmal einen ganz klassischen Rahmen. Das gibt es auch ganz oft in Kalendern zum Beispiel, dass man einfach Bäume oder ähnliches nutzt, um eine Bildtiefe zu geben. Dass wir sagen, okay, vorne ist der Wald und hinten sind die Berge. So, wenn ihr euch jetzt eure Bilder anschaut, dann seht ihr meistens auch Linien. Linien können gebogen sein, Linien können gerade sein, Linien können eckig sein. Gebogene Linien wirken natürlich harmonischer als eckige Linien, die wirken dynamischer und bewegt. Linien können in der Komposition auch zu Flächen werden. Schauen wir uns das mal an, in einem Bild einfach alle Linien zu sehen. Und da sehen wir auch, okay, Linien können auch steigen und fallen, also diese Linie steigt. Wäre das Bild jetzt gespiegelt, würde sie fallen. Und wie bei allen anderen Gestaltungsrichtlinien ist es einfach wichtig, dass wir auch Linien und Flächen im Bild sehen und bewusst gestalten. Eine Sonderform von Linien können Dreiecke oder Diagonalen sein. Wie eben schon gesagt, wenn wir Linien verbinden, entstehen Flächen. Und hier zum Beispiel entstehen Dreiecke. Wenn wir viele Dreiecke haben, dann nehmen wir dem Bild ein bisschen Stabilität, geben ihm aber mehr Dynamik. Wenn sich die Dreiecke bzw. die Eckpunkte der Dreiecke alle in einem bestimmten Punkt treffen, erhöht es die dynamische Spannung und das macht das Bild für uns interessanter. Zudem lenkt es den Blick. Wir können gar nicht anders, als ans Ende zu gucken. Wir bleiben da einfach hängen. Und das sieht man auch bei diesem Bild eigentlich ganz gut, finde ich.
Muster und Texturen. Wir Menschen finden Muster und Texturen einfach interessant. Muster können eine Komposition harmonischer machen, sie können sie aber auch aufregender machen. Wenn wir zu viele verschiedene Muster machen, ist es manchmal anstrengend für den Betrachter und was macht es unruhig. Und was kann denn alles ein Muster sein? Muster kann alles sein. Es ist einfach irgendwas, was sich wiederholt. Hier zum Beispiel beim ersten Bild haben wir die Fenster als Muster. Das ist eher harmonisch, weil es sehr große Flächen sind. Muster können aber auch Blätter sein. Und bei diesem Bild zum Beispiel haben wir an der interessanten Stelle im Bild, also da, wo die Person ist, noch ein Muster im Hintergrund und können sie somit mehr betonen. Und an sich, klar, ein Muster kann auch eine Treppenstufe sein, die einfach ein Bild spannender machen, als wäre das jetzt einfach irgendwo draußen zum Beispiel. Wichtig ist, dass wir in unseren Fotos, wenn wir ein Foto machen oder wenn wir eine Location aussuchen, dass wir uns genau angucken, wie sieht denn diese Location aus? Was ist im Hintergrund? Welche Muster sind da? Welche Farben sind da? Und wie kann ich die bewusst gestalten? So, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gehört, dass wir unserem Betrachter das Leben manchmal leicht machen, wenn wir einfach sein Auge gut führen. Das heißt, wir können natürlich auch das Format füllen. Wir können die Konzentration des Betrachters einfach auf das Hauptmotiv lenken. Objekt oder die Person ist dabei so nah wie möglich und formatfüllend. Auch das kann zu interessanten Kompositionen führen. Hier sehen wir ein ganz gutes Beispiel. Selbst wenn wir wollen, können wir nicht anders, als immer wieder bei diesem Auge hängen zu bleiben. Ich kann mir jetzt angucken, ah ja, ich gucke mir die Strähne vorne an oder den Hintergrund, aber mich zieht es einfach immer wieder zurück zu diesem Auge. Das ist eine bewusste Entscheidung. Man kann einfach nicht anders, als beim Hauptmotiv hängen zu bleiben. Und das könnt ihr natürlich auch erreichen durch einen relativ neutralen Hintergrund, weil dann einfach die Person keine Chance mehr hat, außer dahin zu gucken, wo ihr das wollt. Wie bei der Gestaltung allgemein ist auch bei der Fotografie das Thema Farbe sehr wichtig. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Farbkreis gehört und da gibt es verschiedene Farbkompositionen. Zum Beispiel kann eine Farbkomposition komplementär sein. Das heißt, die Farbe und eine zweite Farbe, die ich im Bild hauptsächlich einsetze, liegen auf dem Farbkreis gegenüber. Dann kann eine Farbkomposition teilkomplementär sein. Die beiden Farben sind nicht ganz komplementär, sondern einfach ein bisschen verrückt. Dann gibt es einen Farbdreiklang, dann habe ich ein Dreieck auf meinem Farbkreis. Es gibt zum Beispiel auch den Farbvierklang, da habe ich dann ein Viereck auf meinem Farbkreis. Und es gibt eine analoge Farbkomposition, da sind die Farbtöne in der Nähe. Was ihr bestimmt auch schon alle gehört habt, ist das Thema Farbpsychologie. Das ist natürlich eher so ein bisschen, sage ich mal so, weiche Wissenschaft. Da sagt man zum Beispiel, dass bestimmte Töne bestimmte Emotionen eher unterstützen. Und natürlich habt ihr auch Farbkontraste, hell und dunkel, kalt und warm und simultan. Hier haben wir einen ganz klassischen Komplementärkontrast mit diesem Rot-Pink-Ton und diesem Türkis-Grün. Liegen wir auf dem Farbkreis ziemlich genau gegenüber. Schauen wir uns noch ein anderes Bild an. Hier haben wir eher eine analoge Farbkomposition, weil sich alle Töne mehr oder weniger im gleichen Bereich bewegen. Und auch das Thema Kontrast. Hier im Hintergrund haben wir sehr schwachen Kontrast, im Vordergrund sehr großen Kontrast und auch hier analoge Farben. Kommen wir zum Thema Balance. Wir können mit einem kleineren Nebenelement die Komposition interessanter machen bzw. erweitern, ohne den Betrachter vom Hauptobjekt abzulenken, und dadurch erreichen wir auch mehr Tiefe. Hier in unserem Beispielbild sehen wir die Person mit der Kamera und die Kamera ist unser Hauptobjekt. Und wir haben auch hier wieder Vorder- und Hintergrund und wir haben das Hauptobjekt von der Person, die fotografiert wird. Aber wir sehen sie ja auch noch auf dem Bildschirm und haben somit mehr Kontext im Bild. Also wir haben einfach mehr Geschichte, die wir mit dem Foto erzählen, als wenn wir nur die Kamera zeigen würden. Wie wir beim Thema Linien schon besprochen haben, gibt es einfach eine Leserichtung. Wir Menschen gucken von links nach rechts. Wir wollen den Betrachter auf dem Bild halten. Wir wollen ihn nicht aus unserem Bild rausschmeißen. Das heißt, wir setzen bewusst das Ziel, wo der Betrachter hinschaut. Und damit können wir die Komposition sowohl inhaltlich als auch visuell beeinflussen. Und was wir vorher auch schon gehört haben, Linien, die von links unten nach rechts oben gehen, steigen und Linien, die von rechts oben nach links unten gehen, fallen. Und wenn wir uns jetzt hier dieses Bild mal angucken, dann haben wir sehr viele Linien, die direkt hinten zu diesem Haus hinführen. Also wir haben den Zaun und wir haben den Weg und wir haben den Wegrand. Und wenn wir jetzt aber nochmal genauer hingucken, sehen wir auf diesem Bild auch eine negative Gerade, zum Beispiel den Berg im Hintergrund. Aber dadurch, dass der Weg so stark ist, stört dieser Berg im Hintergrund nicht, weil wir trotzdem immer genau auf diesem Punkt landen. Und wenn man sich das Bild anguckt, dann merkt man aber auch noch, okay, ich fange an, folge dem Weg nach hinten, lande bei dem Haus.
Und wo lande ich dann? Dann könnte ich eventuell bei dem Haus links landen. Und das will ich als Komposition vielleicht gar nicht unbedingt. Also hätte ich in dem Fall jetzt ein besseres Foto gemacht, schaue ich mir das Foto jetzt an, habe ich gar nicht mehr viel Wahl, außer bei dem Haus zu landen. Jetzt hätte ich noch im Vordergrund diese Stangen auf dem Boden oder diese Hölzer auf dem Boden. Die würde ich jetzt noch rausphotoshoppen und dann wäre ich echt ziemlich happy damit. Aber wenn wir jetzt Landschaften fotografieren, beziehungsweise wenn wir einfach einen Horizont im Bild haben, ist es eine bewusste Entscheidung, wo wir unseren Horizont setzen. Ist er in der Mitte? Ist der Boden und der Himmel gleich wichtig? Ist er oben, der Horizont? Ist der Boden wichtiger? Und ist er unten? Ist der Himmel wichtiger? Dementsprechend sollten wir uns vorher überlegen, wenn wir gucken, bevor wir abdrücken, was ist uns am wichtigsten im Bild und von dem am meisten zeigen. Ich habe euch hier ein paar Beispiele. Hier haben wir einmal eine Spiegelung, also eine symmetrische Komposition, wie wir vorher schon gehört haben. Da ist mir beides gleich wichtig gewesen. Hier haben wir unser Bild mit dem Schaf nochmal. Hier ist offensichtlich der Himmel total uninteressant gewesen. Also dementsprechend haben wir uns für den Boden entschieden, weil da haben wir den Fluss und das Schaf und diese schöne grüne Landschaft. Und hier habe ich aber eine Komposition, wo ich einfach den Himmel total interessant fand und habe auch da noch mit Vordergrund gearbeitet. Und da habe ich die Wichtung anders gesetzt, da ist der Horizont sehr weit unten. So, wir hatten ja vorher das Thema formatfüllend. Wenn wir das Format füllen, dann geben wir unserem Betrachter gar keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugucken, weil er gar keine Wahl hat, außer auf das Bild zu gucken. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, den Negativraum kreativ einzusetzen. Das heißt, nach dem Motto, weniger ist mehr. Wir versuchen, keine ablenkenden Hintergründe einzusetzen und eine sehr einfache Komposition zu gestalten. Manchmal zeigen wir sogar nur einen Teil des Motivs, um einfach alles interessanter zu machen und den Betrachter irgendwie neugierig zu machen. Ich habe euch hier ein Beispiel. Hier sehen wir zum Beispiel solche Beeren. Hier so viel Unschärfe im Bild, dass auch hier wieder dem Betrachter nichts anderes übrig bleibt, als bei den Beeren hängen zu bleiben. Beim zweiten Bild sehen wir die Person. Und auch hier sehr, sehr viel Negativraum, aber auch hier interessante Komposition und wir können nicht anders, als bei diesem Auge hängen zu bleiben. Augen sind für uns Menschen sowieso immer sehr verlockend und hier ist es einfach, wir bieten gar nichts anderes an. Es gibt nur das Auge und das war's. Ähnlich wie beim Negativraum können wir auch beim Minimalismus mit wenig arbeiten. Das heißt, wir legen den Fokus auf ein oder mehrere Objekte. Oft findet man das auch im Makrobereich. Und Minimalismus heißt aber nicht, dass man kleine Objekte hat, es kann auch größere Objekte sein. Wir arbeiten nicht mit vielen Elementen und auch hier wenig Muster zum Beispiel. Hier habe ich euch ein Bild vom Schwarzwald. Hier haben wir praktisch nur zwei Farben im Bild. Wir haben diesen Hintergrund und den Vordergrund und haben auch wieder übrigens eine steigende Gerade, wenn wir hier von links unten nach oben kommen. Und sonst ist es sehr flach gehalten, das Bild. Ganz, ganz wichtig ist Point of View und die Perspektive. Wenn wir ein schönes Element sehen, können wir uns immer überlegen, ist es vielleicht nicht das Sinnvollste, auf Augenhöhe zu fotografieren. Vielleicht gibt es einen Winkel, der noch viel besser ist. Und da kann es mal sein, dass man sich auf den Boden legen muss oder dass man irgendwo hochklettern muss, um die beste Perspektive zu finden. Aber ganz, ganz oft lohnt sich das. Zudem können wir durch den Point of View natürlich auch entscheiden, welche Elemente wir wie groß gewichten. Ich habe euch hier ein Beispiel, hier sieht man einen Waldweg. Wir sehen vorne links eine Pfütze und den Himmel. Und wenn man das Bild jetzt so sieht, dann beeindruckt einen das überhaupt gar nicht. Aber wenn ich die Belichtung anpasse und den Point of View ändere, sieht mein Foto schon ganz anders aus. Das heißt, ich habe es jetzt neu gewichtet. Ich habe jetzt der Pfütze vorne ganz, ganz viel Platz gegeben und dem Himmel. Und somit habe ich ein viel interessanteres Bild erhalten, als ich es vorher hatte. Jetzt haben wir ja natürlich jede Menge verschiedene Regeln und Richtlinien gehört. Jetzt stehen wir da und wissen nicht, ob wir das Bild im Hoch- oder im Querformat machen sollen. Und da geht es um den Inhalt. Welches Format unterstützt den Inhalt, die Geschichte am besten? Wollen wir was bewusst zeigen? Wollen wir was bewusst nicht zeigen? Querformatbilder wirken oft ruhiger als Hochformatbilder. Das ist eure bewusste Entscheidung und auch das gehört zur Gestaltung dazu. Ja, das waren die Gestaltungsrichtlinien. Also wir haben jede Menge Mittel, um das, was wir sagen wollen, zu unterstützen. Und wir haben ja schon, wenn wir uns unser Dreieck angucken, jetzt schon zwei Sachen erledigt. Das heißt, die Geschichte, unser Konzept, das können wir jetzt schon machen. Ich kann mir jetzt schon hinsetzen und überlegen, okay, was wäre das optimale Bild, was will ich tun? Und die Gestaltungsrichtlinien, da kann ich mir die passenden Gestaltungsrichtlinien jetzt schon aussuchen. Nach einem Video kann ich schon wissen, was ich machen will und wie ich es unterstützen kann.
Und dann geht es jetzt los im nächsten Video zu der Kamera. Also die Kamera ist unser Werkzeug. Wie können wir unser Werkzeug optimal einsetzen, um das zu erreichen, was wir uns vorgestellt haben? Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ziemlich lang. Ich weiß, es sind sehr viele Gestaltungsrichtlinien. Haltet durch. Das nächste Video im Fotokurs wird das Thema Kamera haben. Bis dann. Tschüss.